Hi Freunde der Spielkultur. Heute, beim letzten Mal haben wir hier aufgehört und haben ja den Weg zu Fulgrim freigeschaltet und wollten weiter Richtung der todsüchte Wollust. Dieser Weg ist ein bisschen länger, ich meine wie immer eigentlich, muss ich fast schon sagen. Aber das macht doch nichts. Da können wir länger das Spiel genießen, finde ich. Ich frage mich nur, wo ich hier weiter muss. Ah, hier. Okay. Ah, ja, passt. Perfekt. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ja, bist du. Das Ding ist mir nicht mehr egal. Es sieht wirklich, wo wir sind. Aha. Interessant. Und schon wieder so ein Digger. Ah. Ah, wenn das nicht genug wäre. Das wäre ja nicht genug. Aber ob hier auch noch so. Das Ding ist mal hinüber. Stirb doch bitte. Eigentlich kann man das so richtig gut Seelen farmen. Das Ding geht mir auf den Arsch. Aha. Jetzt sind wir hier. Ah, okay, jetzt bin ich richtig. Alter, jetzt bin ich gerade voll zu blöd. Okay, jetzt bin ich dort. Ich glaube, jetzt habe ich einen Weg freigeschalten. Hoffe ich halt. Gut, das ist mir auch noch nicht passiert. Nö. Das war, glaube ich, hier. Kann ich das Ding jetzt noch mal besiegen da drüben? Das ärgert mich jetzt aber sehr. Hey, schreck mich nicht so bitte. Danke. Fast einen Herzinfarkt gekriegt. Aha. Das hat mich jetzt noch getroffen. Lol. Lass mich einfach in Ruhe, bitte. Dann
tue ich dir nichts, du tust mir nichts. Jetzt gehe ich mal hier rüber. Komme ich hier nicht zu Wohlgram? Ich glaube, das mache ich jetzt aber auch. Genau. Das trifft sich gut, dann haben wir hier mal einen Speicherstand oder andere war. Ja, vorerst. Lacht uns auch aus noch. Nein, jetzt haben wir mal diesen Speicherpunkt, da sind wir schneller bei diesem Ding. Ich meine, jetzt habe ich mich eigentlich ziemlich blöd angestellt. Aber irgendwie. Ja, achso, das passiert jetzt immer wieder, okay. Ja, so wollte ich das. Perfekt, also so ist das gegangen. Wir müssen alle Augen angreifen. Womit könnte das uns beiden Spaß machen, wie du willst? Und die macht es aber mehr Spaß in mir. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, eigentlich. Aber er sagt ja auch immer das Gleiche. Und. Unlustiger Ort. Was? Hast du nichts gelernt? Der Schein kann trüben. Außerdem zeigt sich Wollust nie wie erwartet. Was genau hast du damit gemeint? Die Vorstellung von Sünde ist eines. Das Konzept der Wollust ist etwas ganz anderes. Vor allem das menschliche Konzept der Wollust. Verstehe. Wie zum Beispiel Lust auf. Such es dir aus. Die Menschen haben ziemlich viel Fantasie. Wollust erscheint jedem in anderer Gestalt. Das macht ihn so gefährlich. Ich? So gefährlich, Herren? Auf keinen Fall. Ja, ja. So gefährlich gibt es nicht. Und schon sind wir hier. Ja. Perfekt. Erreizt du, wonach mich gelüstet? Was gibt es in dieser zerrotteten Welt noch zu begehren? Macht. Ich hatte dich immer für die Schlaue gehalten. Schade. Ja. Wie komme ich zu diesem ausgesprochenen Vergnügen? Immerhin, ein Besuch von einem legendären Reiter. Ich habe hier nur eines zu erledigen. Ja, dich. Müssen wir uns der Gewalt hingeben? Du besitzt bereits meinen Respekt. Dein Respekt interessiert mich nicht. Bloß dein Kopf! Jetzt komm, Fury. Ich bin kein Barbar wie die anderen. Nein, wir müssen uns nicht nochmal als Feinde begegnen. Erzähl das dem feurigen Rat. Der ist nicht hier, darum sage ich es der Königin der Reiter. Mächtig, bewaffnet mit der Flammenfähigkeit, einer Kreuzklinge, deiner legendären Peitsche. Ich trotze deinen Verlockungen, Wollust! Wirklich? Die Wahrheit ist oft verwirrend, wenn man nicht. Du sprichst, als wären wir von Natur aus Feinde. Warum muss das so sein? Ich kenne meine Rolle im Universum. Ich frage mich, ob du deine je hinterfragt hast. Du bist ein Reiter. Doch wieso? Hast du diese Wahl getroffen? Und wenn ja, gab es einen Grund dafür? Halt den Mund und kämpfe!
nur! Du weißt nicht einmal, wieso du kämpfst, oder? Kämpfst du für deine Brüder? Oh, natürlich nicht. Deine Feindseligkeit ihnen gegenüber ist bekannt. Strebst du nach einer Art Gleichgewicht? Du glaubtest nie an das übergeordnete Wohl, bis es dir dienlich war. Ja, das stimmt allerdings. Nein, nein, nein. Mir beweist dein Tun eine ganz andere Lust. Auf Macht und Privilegien und Schutz vor dem unvermeidlichen Fall der Nephele. Letztlich macht uns das zu Verbündeten. Nicht wahr? Das war aber jetzt irgendwie zu einfach. Halt dich zurück, Fury. Krieg? Was machst du? Was macht ihr alle hier? Sind wir nicht vier vereinte Reiter? Wir sind zur Bestätigung hier, dass die Mission erfüllt ist. Die Mission? Die anderen Sünden wurden durch meine Hand zerstört, toter Krieg befreit und seinen Namen reingewaschen. Und vor allem haben wir eine große Verschwörung aufgedeckt. Was für eine Verschwörung. Himmel und Hölle haben heimlich zusammengearbeitet, um die Apokalypse früher als erwartet herbeizuführen. Der Feurige Rat hat uns entsandt, gemeinsam, um auf beiden Seiten Chaos anzurichten. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Die Ruchlosen werden bestraft. Du meinst das alles? Wir sollen die Herrscher beider Seiten stürzen. Und da du dieses Ziel so unerschütterlich verfolgt hast, hat der Rat verfügt, dass du die Reiter anführen sollst. Du, Fury, wirst ein neues Zeitalter auf der Erde einläuten. Natürlich. Endlich ergibt alles sozusagen göttlichen Sinn. Oh, ja? Herren, ist damit nicht alles, was du je wolltest, wahr geworden? Lass die Vergangenheit ruhen, Schwester. Heute leben wir, um dir zu dienen. Stets zu Diensten. Das ist nicht real. Da hat sie recht. Was? Ach, den Versuch war's wert. Du glaubst mich so gut zu kennen. Sehnst du dich nicht danach am meisten? Nach der Macht, andere so anzuführen, wie es dir beliebt? Was Illusion war, könnte schon bald Realität sein. Wenn du die Wünsche anderer beiseite lässt, kannst du dich auf dich konzentrieren. Letztendlich ist es deine Entscheidung. Also, entscheide dich. Du hättest sie nicht niederknien lassen dürfen! Ah, das stimmt. Auch wenn ich untergehe, wirst du mich immer fragen, was wäre gewesen. Na, das schaffen wir schon, aber in der zweiten Phase gibt es einen besonderen Punkt, was ich machen möchte. Was ich leider beim ersten Mal voll übersehe. Ja, das war gemein. Blockt ja die Arge. Mit mir. Okay, wir sind schon in der zweiten Phase, das ist gut. Und jetzt müssen wir ihn nicht töten, weil er hilft ihr jetzt. Ich werde dich töten, Wallace. Du wirst dich nie wieder erheben. Ja. Wir hatten einen Pakt. Halt dich zurück. Warum sollte er? Wenn er weiß, dass ein Pakt mit dir nicht halb so reizvoll ist wie ein Pakt mit mir. Mhm. Hör nicht hin! Ich kann deinen süßen kleinen Engeln wieder zu alter Pracht verhelfen. Ja, halte mir einfach dieses entsetzliche Weib vom Leib. Uziel! Und wird es nicht herrlich sein, wenn du wieder mit ganzer Schar in die Himmelstore einmarschierst?
Sei still! Und diesen verdorbenen Ort, zu Wahrheit und Gerechtigkeit führst. Deine Wahrheit, Erzengel Uziel. Der Himmel hat deinen Befehl. Wäre das nicht herrlich? Die siebte Legion. Gesund und munter in all ihrer Pracht. Unser Pakt ist annulliert. Super. Nein, Uziel! Wäre das nicht spaßig? Nein, das ist nicht spaßig. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo wir einen Erfolg kriegen. Immer nur auf ihr gehen. Immer nur auf sie gehen. Ich gehe jetzt nur auf sie, weil dann... Nein, nicht auf die... Ich will nicht gegen dich kämpfen. Nein, nicht... Warost. Glück hat sie nicht. Ah, hat sie nicht mehr so viel Leben. Eigentlich. Ich will gegen sie kämpfen, nicht gegen dich. Nein, nein, nein. Dich will ich, Warlost. Nicht, Uziel. Weil dann kriegen wir einen Erfolg dafür. Aber das ist ein bisschen. Das weiß man halt nicht. Das habe ich beim ersten Mal. Er haut ordentlich zu, der Typ. Immer gehe ich auf ihn, hey. Komm her. Ja, perfekt, geschafft. Und jetzt haben wir den Erfolg. Wie die... Ja, egal. Das ist so klein bei Steam. Die einzige Konstante im Universum, die mit der meisten Macht gieren unweigerlich nach mir. Lust ist unvergänglich. Wollust. Was das Wehr angeht, wisse dies. Ich war nur eine Schachfigur. Ein Gefühl, das du sehr gut kennst, Fury. Die Engel, die dein Ross töten. Auch Schachfiguren. Wer dann? Sag's mir! Die Spieler dieses Spiels werden sich mit der Zeit zu erkennen. Was, wenn ich dir noch etwas Kostbareres verrate? Verschone mich und ich sage dir, wo du meine Schwestersünde Neid findest. Und warum solltest du das tun? Aus welchem Grund sollte ich diese feige Heulsuse beschützen, Sie hat noch nie an vorderster Front gekämpft. Sie hat die Gräuel des Krieges noch nie erlebt. Sie ist die erbärmlichste von uns. Bring mich an den Rand von Haven und was du suchst, wird dein sein. Ein reizvolles Angebot. Okay. Doch ich bin es leid, dass deinesgleichen mich für dumm hält. Ich werde die anderen Sünden selbst finden. Ja. Im Grunde warst du nichts als eine endlose Leere, die nie gefüllt werden konnte. Wie enttäuschend. Beende es. Ich bin bereit. Ich denke nicht. Herren! Wollusts Machtverheißung ist berauschend. Mehr noch, wenn man so von Kummer erfüllt ist. Uziels Vergehen ist verzeihlich, dieses eine Mal. Ich begreife nun besser, was mit der Erde geschehen ist und was dadurch auf dem Spiel steht. Tod nützt mir nichts. Wenn wir überleben wollen, wir alle, sind Allianzen nötig. Eine Allianz? Mit ihm? Langsam ist... Was
weiß nicht, was ich sagen soll. Sag, dass du mir den Gefallen erwiderst. Vielleicht brauche ich ihn schon bald. Mein Wort mag nichts bedeuten, doch mein Leben gehört dir, Fury. Sollte ich von Intrigen gegen dich erfahren, werde ich dir davon berichten. Dankeschön. Ja. Hast du gerade einen dreckigen Engel verschont? Er würde dir bei erster Gelegenheit den Kopf abschlagen. Du willst doch eine Beobachterin sein. Du solltest es besser wissen. Bei unserer Mission geht es um das Gleichgewicht der Welt. Ja, ist. Und meins offenbar auch. Wollust hat mir gezeigt, was ich werden könnte. Und das will ich nicht sein. Und was willst du sein? Ich glaube, um das rauszufinden, bin ich hier. Ah, die trau ich nicht. Sie ist irgendwie komisch. Ja, und schon wieder er. Die nächste Fähigkeit. Freue mich schon. Gut. Seltsam. Wirklich sehr seltsam. Mit jeder neuen Herausforderung beweist du mehr Tiefe. Was willst du? Du und ich, wir sind uns schmerzlich bewusst, welche endlose Parade uns die Geschichte aufzwingt. Kreaturen, die nur auf ein einziges Ziel aus sind. Doch diese Geschöpfe sind ironischerweise völlig bedeutungslos. Komm zur Sache, Fürst des Abgrunds. Es ist überraschend, nein, erfrischend, zu sehen, wie etwas in die entgegengesetzte Richtung steuert. In dir erwacht ein größeres Bewusstsein für die Schwächen, die dich in Ketten hielten. Schwächen? Soll ich sie aufzählen? Nein, danke. Ich habe in letzter Zeit genug gesehen, um zu wissen, dass es viele sind. Und genau deshalb gebe ich dir dies. Was ist das Schönes? Was hältst, das ist dir Macht. Macht oder was? Ja, geil. Es vibriert in meiner Hand. Ich verstehe nicht. Wenn die Zeit kommt, wirst du wissen, wann und wie du es einsetzt. Oh ja. Nein, noch nicht! Oh, der haltet sich immer ganz kurz, der gefällt mir. Naja, gut, jetzt haben wir Wollust besiegt und ja, wir sind schon ein bisschen über der Zeit und jetzt haben wir Kraftfähigkeit mit L und A, genau. Gut, das haben wir mal. Wieso lande ich jetzt hier? Ist okay. Ah, okay, ist auch okay. Ja, und jetzt sage ich jetzt, haben wir den perfekten Punkt erreicht, wo ich sage... Danke fürs Einschalten und wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir bitte ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.